Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zum Polit Talk auf Hoch2 TV. Sie wissen es, Sie kennen es. Diese Sendung ist immer direkt, immer ehrlich, immer der Wahrheit verpflichtet und immer mit spannenden Gästen, die etwas zu sagen haben. Heute begrüße ich bei mir Elias Vogt. Er ist Präsident des Vereins Freie Landschaft Schweiz, eine, wenn ich so sagen darf, neue politische Figur in der Schweiz, die ja schon einiges bewegt hat und sicher noch einiges bewegen will. Schön, dass Sie hier in der Sendung sind. Danke herzlich, Herr Gut, für die Einladung. Es freut mich auch, dass ich hier sein darf. Sie haben kürzlich mit anderen Organisationen erfolgreich ein Referendum geschafft. Also für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland und Österreich, in der Schweiz hat man die Möglichkeit, Gesetze des Parlaments zu bekämpfen, eine Volksabstimmung darüber zu verlangen. Sie haben das geschafft. Es braucht da zumindest 50.000 Unterschriften. Es geht um einen sogenannten Mantelerlass, der die erneuerbaren Energien vorantreiben will. Bevor wir da eine Kritik an dieser Übung machen, können Sie sagen, was will ein eigentlich dieses Gesetz? Was ist dieses sogenannte Mantlerlass überhaupt? Der Mantlerlass ist eine, ähm, eine Revision verschiedener Gesetze in einem Mantel, sozusagen. Deshalb der Begriff. Einerseits soll das Energiegesetz revidiert werden, andererseits das Stromversorgungsgesetz und drittens das Raumplanungsgesetz. Und eben in einem Mantel eine Gesamtrevision dieser drei äh, Gesetze. Das Hauptziel ist eigentlich der massive Ausbau der Windenergie und der Solarenergie in der Schweiz, aber auch der Bau von drei, äh, nicht von drei, sondern von 16 großen Wasserkraftwerken ähm, und All diese Aspekte rund um diese erneuerbaren Energien äh, für diesen Ausbau sind in diesem gesamten Paket äh, geregelt. Das ist eigentlich der hinter dem steckt hinter dem Begriff Mantlerlass. Das ist eigentlich dieser Mantel ist so eine Art Supergesetz, dass er verschiedene Gesetzesrevisionen beinhaltet, richtig? Genau. Und ähm, es beinhaltet auch viele offene Punkte. Das heißt, der Bundesrat, das ist bei uns die Regierung, kann dann einzelne, ähm, ich sage jetzt Details dann noch auf Verordnungsstufe regeln und auch dort hat es viele eben Details, die dann, wo es dann richtig zur Sache geht, der Bundesrat darf zum Beispiel Bewilligungsverfahren abkürzen und weil in der Schweiz eben auch das die das Prinzip der Gemeindeautonomie gilt, das heißt äh, die Bevölkerung darf in der Schweiz direkt über die Raumplanung in ihrer Ortschaft in der Gemeinde entscheiden. Wenn der Bundesrat das verkürzt, dann kann er eben sagen, diese Gemeinden haben nichts mehr zu sagen. Und dann schafft er dann direkt auch noch die. Äh, die direkte Demokratie, Volksabstimmung. Ja, wir Gemeinde kommen auf haben. die Kritikpunkte noch zurück. Vielleicht zuerst genau. die Auslegeordnung. Meine weitere Frage in diesem Zusammenhang. Sie haben das Referendum nicht alleine ergriffen. Wer war da noch Partner? Welche Organisationen stehen da dahinter? Also zuerst hat eine Privatperson das eben ergriffen, das Referendum. Ein Pierre-Alain Brüche, ein ehemaliger Finanzexperte, ein Angestellter des Bundes, der jetzt pensioniert ist und der sich gefragt hat, ja, was ist denn in diesem Mantelerlass drin? Und hat gesehen, dass man eben mit diesem diesem Gesetz äh, riesige Solarparks in den Alpen bauen kann. Und dann ist er vor die Medien getreten am 10. Oktober des vergangenen Jahres und hat gesagt, ich ergreife da das Referendum. Und dann ist die bekannte Fondation Franz Weber äh, auch ähm, vor die Medien getreten, ein paar Tage später, und hat gesagt, wir machen auch das Referendum, wir unterstützen äh, die, die, die Gegenmaßnahmen sozusagen. Und dann ist das äh, relativ schnell gegangen, dann haben wir auch uns von Freilandschaft Schweiz dagegen äh, engagieren wollen, haben uns dem, dem Herrn Brüsche sozusagen angehängt, haben unsere Mitgliedsorganisation äh, motiviert, auch Unterschriften zu sammeln, und am Ende sind über Weihnachten und Neujahr äh, 63.000 Unterschriften zusammengekommen mit einer Vielzahl kleiner und großen Umwelt- und Gesundheitsschutzorganisationen. Jetzt noch ein Wort vielleicht zu Ihrer Organisation Freie Landschaft Schweiz. Was ist das genau? Welches sind da Ihre Ziele? Freie Landschaft Schweiz ist eigentlich der Dachverband der Windkraftkritiker in der Schweiz. Wir haben ungefähr 50 Mitgliedsvereine. Und acht Kantonalsektionen, das kann äh, im Thurgau sein, das kann im, im, im Wadland sein, also in, in der ganzen Schweiz. Äh, und alle äh, sind engagiert dafür, eben den Naturschutz in der Schweiz bei Windkraftanlagen sicherzustellen, aber auch die direkte Demokratie. Wie ich das schon vorhin erläutert habe, ist das auch ein, ein schwerer Punkt im Mantlerlass und deshalb engagieren wir uns dort vehement für den Erhalt des Naturschutzes und für die direkte Demokratie. Ja, versuchen wir noch diese Problematik ein bisschen aufzufächern, ein bisschen systematisch anzugehen. Ein Punkt in diesem Mantellass, in diesem Supergesetz, in diesem Übergesetz, äh, sind ja bestimmte Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Also quasi die Politik sagt eigentlich, bis wann... Äh, Anteil der Sonnenenergie oder der Windkraft so und so gross sein muss. Wie beurteilen Sie diese Zielsetzungen der Politik? Sind die realistisch? Macht es überhaupt Sinn, dass die Politik solche Vorschriften macht? Wie beurteilen Sie dies? Also der Mantellas sagt ganz ähm, unkonkret, wir sollen bis 2050 etwa 45 Terawattstunden Strom zusätzlich aus Sonne und Wind über das Jahr hinweg produzieren. Die Schweiz verbraucht im Moment etwa 60 Terawattstunden. Ähm, das ist also eine riesige Menge, die dazu gebaut werden soll. Und wie ich das schon vorhin eben gesagt habe, es ist offen, welche, Pro welche Technologie wie viel Strom dann produzieren soll. Das heißt, der Bundesrat kann jetzt sagen, äh, wir brauchen so viele Solarpanel und wir brauchen so viele Windkraftanlagen. Ich persönlich vermute, dass es darauf herausläuft, dass er etwa 1500 Windturbinen realisieren möchte und mehrere hundert Quadratkilometer äh, Solarpanel. Wo diese zu stehen kommen, ob auf den Dächern oder in der freien Natur, das ist auch dem Bundesrat eigentlich überlassen. Das ist offen. Und da drohen massive Umwelteingriffe in die ohnehin bereits dicht besiedelte Schweiz. Und es ist eine riesige äh, Strommenge, die dann äh, eben tagsüber anfällt, die dann ähm, unregelmäßig anfällt, wenn, der, wenn, wenn es windet. Und äh, das ganze System, dieses Supergesetz, ähm, regelt da die Details viel zu wenig. und deshalb ähm, ist das schön und gut, wenn man sich Ziele setzt. Wir wollen 45 Terawattstunden zusätzlich produzieren. Aber ob das realistisch ist, das wissen die Götter, das weiß niemand und deshalb sind wir auch da kritisch gegenüber dem Gesetz. Ein weiterer Punkt, wir sind immer noch bei der Aufwechslung, was da eigentlich für verschiedene Bereiche drin sind, sind Subventionen. Die erneuerbaren Energien sollen stark gefördert werden. Wie sieht das denn aus? Wir haben 2017 schon ein neues Energiegesetz angenommen. Das ist jetzt sozusagen die zweite Stufe dieser Mantlerlass. Und äh, damals hat man gesagt, äh, wir werden ab 2022 keine Subventionen mehr äh, vergeben für Solar- und für Windkraftwerke. Und das wird jetzt gebrochen. Mit dem zweiten, diesem Superpaket im Mantlerlass wird dem Bundesrat die freie Hand äh, gegeben. Er darf verfügen, wie viele Subventionen Solaranlagen, Windkraftanlagen bekommen. Ähm, eben, auch dort, wir wissen nicht, wie viele Subventionen es dann sein werden. Aber es ist anzunehmen, dass es über 50 der Investitionskosten sind. Ähm, also im Gesetz steht offenbar drin, dass bis zu 60 Prozent Investitionskosten Subventionen sein können. Ja, es gibt zwei Modelle. Entweder der Investor sagt, ich will 60 Prozent vom Bund an die Investition. Und dann kriegt er das und die 40% Prozent muss er noch bei einer Bank organisieren. Oder er sagt, pro Kilowattstunde, die er produziert, übernimmt der Bund eine Garantie. Wie hoch die ist, das weiß auch niemand. Wird wir wahrscheinlich eben auch auf die 60% Prozent herauslaufen. Also man sieht, das ist eine, eine subventionierte Zerstörung der Natur. Und äh, weil es eben nicht wirtschaftlich ist, vor allem die Windkraftwerke, weil in der Schweiz haben wir sehr schlechte Windverhältnisse und da muss man jetzt einfach mit enormen Subventionen nachhelfen, damit das überhaupt äh, zustande käme. Ein Problem ist ja auch, Sie haben es kurz angetönt in einem Nebensatz. Die regelmäßige Energie, die Bandenergie, die es eigentlich braucht, jetzt ist das logisch, oder wenn es regnet, wenn es dunkel ist, funktioniert Solar nicht. Wenn es keinen Wind hat, funktioniert Wind nicht. Wie kann man dieses Problem lösen? Respektive ist das nicht ein neues Problem, wenn man da allzu stark in solche unzuverlässigen, flatterigen Energieerzeuger investiert? Das ist eben der große Punkt vom, der im Mantlerlass, der nicht geklärt ist, der eben neue Probleme schafft. Die ganze Netzplanung ist nicht enthalten, die Speicherung ist nicht enthalten. Das heißt, man baut eben große Mengen an Solarenergie, an Windenergie zu. Aber wie das dann gespeichert werden soll, das steht in den Sternen. Ich persönlich finde Solarenergie auf den Dächern eine gute Variante, weil man sie lokal verbrauchen und lokal speichern kann, den Solarstrom. Aber eben, das ist im Mantlerlass nicht geregelt dass die Leute das auch dass das gefördert wird, dass man das soll, dass man da forscht, dass, dass es bessere Speichermöglichkeiten gibt. Und das heißt, dass wir jetzt dass es droht, dass wir in die gleiche Richtung gehen wie Deutschland, wo riesige Mengen Windkraft plötzlich anfallen, plötzlich weg sind, tagsüber am Mittag sehr viel Solarstrom kommt, dann plötzlich in der Nacht gar nichts mehr. und dann muss man hat man plötzlich riesige Netzprobleme. Und äh, das verursacht Kosten und, und Unsicherheit. Und das ist jetzt äh, eben ein, ein großer Kritikpunkt an diesem Mandlerlass. Ein weiterer Punkt, Sie haben es schon verschiedentlich angesprochen, ist die demokratische Mitsprache. Offenbar werden in diesem Gesetz auch die, Einsprachemöglichkeiten eingeschränkt. Die Schweiz ist ja bekannt dafür, dass man das Subsidiaritätsprinzip hat. Das heißt, man entscheidet auf der unterstmöglichen Ebene, direkt bei den Betroffenen. Jetzt wird das eigentlich zentralisiert. Der Bundesrat, der Bund, also die, die nationale Regierung bekommt mehr Macht. Wie konkret äußert sich diese Einschränkung denn der Einsprachemöglichkeiten, der Mitsprachemöglichkeiten, der demokratischen? Ja, Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben in der Schweiz äh, bei Windkraftprojekten haben wir wie zwei Möglichkeiten, um mitzusprechen. Eben das eine ist, dass wir abstimmen über Projekte. Das ist in 24 von 26 Kantonen derzeit der Fall, dass die lokale Bevölkerung abstimmt. Äh, dann die Einzelnen, die Privaten, aber auch die Umweltorganisationen können sich mit Einsprachen gegen Projekte wehren, auch wenn sie genehmigt werden. Um eben den Naturschutz oder persönliche äh, Lernproble Lernproblematiken zum Beispiel äh, zu thematisieren. Und beide Möglichkeiten sollen jetzt eben durch den Mantlerlass massiv abgeschafft oder eingeschränkt werden. Der Mantlerlass möchte, wie ich das schon gesagt habe, dem Bundesrat ermöglichen, dass er äh, Volksabstimmung abschaffen könnte. Und andererseits ähm, will der Mantlerlass, dass man dass die Stromproduktion vor allen anderen Interessen immer Vorrang haben soll. Das heißt, wenn man eine Einsprache macht und sagt: bei diesem Windpark da, da werden viel zu viele Leute mit Lärm belästigt, Das geht nicht. oder es werden Bäume gefällt. Das geht nicht, das steht nicht im Verhältnis zum Nutzen. Dann muss das Gericht den Windpark trotzdem immer genehmigen, weil die Stromproduktion immer vor allen anderen Interessen vorgeht. Also man kann vielleicht nicht mehr abstimmen, man kann aber noch Einsprache machen, aber die wird sicher abgelehnt. Also ist eine drastische Reduktion unserer direkten Demokratie. Das führt uns eigentlich direkt zum nächsten Punkt: Diese Interessensabwägung. Das hat ja auch äh, Verfassungscharakter. Ein bekannter Jurist, Professor Alain Griffel, hat das kritisiert, hat gesagt, dieser Mantlerlass verstoße auch gegen die Verfassung, verletze die schweizerische Bundesverfassung, weil man eben nicht sagen kann, dass bestimmte Interessen jetzt plötzlich über anderen stehen. Können Sie dazu ausführen, was ist konkrete Kritik von diesem Professor am neuen Mantlerlass? Also wir haben in der Schweiz einen Artikel in der Verfassung zur Energiepolitik. Da hat es fünf Prinzipien drin. Ich weiß nicht, ob ich alle aufzählen kann, aber sicher muss die Stromversorgung oder die Energieproduktion ausreichend sicher wirtschaftlich und umweltverträglich sein. Der fünfte Punkt fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber auf jeden Fall, diese Punkte, die, die sind alle gleichrangig. Das heißt, es müssen gleichzeitig erreicht sein. Also die Umweltverträglichkeit und die Stromversorgungssicherheit müssen gleichwertig behandelt werden. Und indem das Parlament jetzt sagt, ja, Stromproduktion geht vor dem Naturschutz vor, das ist ein Freipass, dass man eben auch umweltschädliche Projekte einfach überall äh, durchwinken kann, das ist verfassungswidrig, das hat das schweizer, die schweizer Bevölkerung so nicht gewollt. Und äh, das schadet unserer Lebensgrundlage, der, der Natur und äh, das, das hat, kann massive, schlimme Auswirkungen haben. Jetzt ist es so, dass die Schweizer Bevölkerung über Jahrzehnte hinweg den Umweltschutz immer wieder auch in der Verfassung verankert hat. Das ist also quasi geltendes Recht. Und das wird jetzt mit einem Feder, Sprich von oben quasi wegbuxiert. Ähm ja, wie, wie urteilen Sie das? Also wie konnte es überhaupt zu dieser Lage kommen? Es ist doch einigermaßen merkwürdig, die Volksvertreter wissen das ja eigentlich auch. Also welche Zeitgeist oder welche Notlage vielleicht hat eigentlich überhaupt dazu geführt, dass man dermaßen ein brachiales Gesetz jetzt auf den Weg gebracht hat? Also es hat schon im Herbst 2022 angefangen. Vorher hat das Parlament jahrelang sich nie mit Energiepolitik beschäftigt und im Sommer 2022 gerade als die Corona Pandemie vorbei war äh, hat die Elektrizitätskommission einen großen Medienbericht gemacht dass viele Atomkraftwerke in Frankreich in Revision sind und dass äh, es könnte sein dass wir in der Schweiz einen Strommangel plötzlich erleiden könnten im nächsten Winter und dann hat das Parlament in drei Wochen völlig überstürzt einen Solarexpress beschlossen und gesagt wir bauen jetzt große Solarkraftwerke in den Alpen also wir verbauen riesige Alpflächen mit Solarpanels und das war damals schon verfassungswidrig und es ähm, und kam in drei Wochen zustande also das war völlig überhastet und dann eigentlich, weil es eben verfassungswidrig gewesen ist, hätte das Parlament, dass die Bevölkerung automatisch befragen müssen. Das, unsere Verfassung sieht das vor. Wenn man eben ein verfassungswidriges Gesetz macht, dann muss man die Bevölkerung darüber abstimmen lassen. Und das hat das Parlament einfach nicht gemacht. Und ich bin dann vor, vor Bundesgericht gegangen und habe eine Beschwerde gemacht und gesagt, das müsste doch jetzt eigentlich vor das Stimmvolk. Und dann hat das Bundesgericht gesagt, ja, das Parlament ist in der Schweiz allmächtig. Und in diesem Geist der Allmächtigkeit, in, dieser, in diesem Bewusstsein, ist dann ein Gesetz um das nächste beschlossen worden. Ein Windexpress ist gekommen und jetzt dieser Mantlerlass. Und das Parlament, das ist eigentlich, äh, dem ist das wie egal, ob jetzt die Verfassung damit umgesetzt wird oder nicht. Die machen einfach äh, alles für die Stromproduktion. Steige doch ein bisschen tiefer in die möglichen Schäden, eben, die Sie befürchten an Natur und Landschaft ein. Was ist denn genau möglich mit, mit diesem Gesetz? Respektive, wovor haben Sie Angst? Was könnte da, welche Eingriffe sind da konkret möglich in der Natur? Also in erster Linie sind riesige Solarparks in den Alpen geplant ähm, und auch möglich. Eigentlich war das bisher nur eine befristete Option, eben die man im, im Herbst 2022 beschlossen hat als kurzfristige Maßnahme, für, um den Strommangel zu beheben. Und das soll jetzt langfristig eine Möglichkeit sein. Das heißt, es können gigantische Alpweiden mit, mit Stahlkonstruktion und Solaranlagen überdeckt werden. Das andere ist, dass Windkraftanlagen in der Schweiz auch in Wäldern explizit erlaubt sein sollen. Das heißt, für den Klimaschutz äh, geht man in Wälder, rodet ein Fußballfeld Wald für eine Windkraftanlage und, und stellt dann dort einen. Aber ist das im Gesetz schon so explizit drin oder ist es ja. ist offen? Heißt quasi, man möchte das erleichtern oder heißt es, es ist so? Also, also es heißt konkret im Juristendeutsch: Windturbinen in Wäldern sind standortgebunden. Und das ist eine, eine, eine sehr starke Erleichterung, wenn nicht eine Bewilligung für Windparks in Wäldern. Und man muss sich vor Augen halten, im Kanton Zürich, das ist der äh, bevölkerungsreichste Kanton in der Schweiz, wohnen weit über eine Million Menschen. Da sind jetzt 120 Windturbinen geplant und 110 sollen in den Wald gebaut werden, weil es hat gar nicht mehr Platz als auf den Kreten und im Wald. Und das sind eigentlich die schwersten Umwelteingriffe. Es gibt natürlich auch noch Wasserkraftwerke, die man, die man bauen möchte in, in, Biotope von kantonaler Bedeutung. Das ist auch möglich. Es zählt einfach nichts mehr, die Natur. Es wurde fast ein bisschen absurd, oder? Man will quasi das Klima retten. Deshalb auch dieser Hype um diese erneuerbare Energie. Gleichzeitig holzt man Wälder ab, zerstört die Natur. Wie geht das zusammen? Das ist eben das Absurdum. Es kann ja nicht sein, eben dass wir Wälder roden für grüne Energie, so genannt. Es hat einfach in der Schweiz wenig Platz. Das muss man sehen. Die Schweiz ist sehr dicht besiedelt, von Westen bis nach Osten, von Norden nach Süden. Und wenn man eben die Windkraft massiv ausbauen möchte, dann muss man berücksichtigen, das sind 250 Meter große Anlagen heutzutage. Die brauchen einen gewissen Platz. Und äh, in der Schweiz sind die Biodiversitätsinseln, aber auch die Erholungsinseln für die Bevölkerung noch die Wälder. Äh, die haben auch immer stark abrasierte Waldränder. Früher war das viel offener, da hatte man auch noch äh, viel mehr Bäume im Feld. Heute sind die Wälder abrasiert und jetzt geht man noch in die wälder hinein will zehn meter breite straßen bauen und eben ein fußballfeld roden. und äh, das, das, das ist eigentlich unser hauptargument man kann ja nicht bäume roden um das klima zu schützen Sie kommen von Haus aus eben aus einer Windkraftkritischen Ecke. Jetzt, wenn Sie das mit einem halben Schritt zurücktretend beurteilen. Wo befürchten Sie die größten Schäden? Sind das jetzt die Windräder? Sind das diese großen Wasserkraftanlagen oder vielleicht eben die Solaranlagen in den Alpen? Kann man das quantifizieren? Wo das Schlimmste für die Natur droht, aus Ihrer Sicht? Bei der Wasserkraft ist es sicher so, dass man einen großen Nutzen hat für einen relativ kleinen Eingriff. Ähm auch dort gibt es eben diesen Schaden, das ist sicher. Aber bei der äh, Solaranla bei Solaranlagen, da kann man wirklich davon ausgehen, dass riesige Alpgebiete eigentlich über überbaut werden sollen. Das ist für mich ein, ein, ein riesiger Schaden, weil die Schweiz lebt von, ihr, von ihren Landschaften. Unser Land ist, ist ganz wichtig, oder für unser Land sind die, die Landschaften ganz wichtig, historisch gesehen. Wir haben viele Grand Hotels, die eben an Stellen gebaut worden sind, in den, wo man wunderbare Aussicht hatte in die Alpen. Und genau diese Alpen sollen jetzt überbaut werden. Das heißt, das hat auch eine historische Bedeutung. Und ja, eben das zweite sind sind, äh, sind die Wälder, wo ich diese, diese Schäden sehe. Interessant, was Sie ansprechen mit Tourismusregion, mit den Alpen. Kanton Graubünden will er ja da Vorreiter sein. Ich greife das Stichwort gerne auf. Die wollen eigentlich vorpreschen und die haben in X-Zonen, äh, glaube ich, 30 Zonen. Und Sie korrigieren mich. Über zwei Dutzend auf jeden Fall ausgeschieden an toplagen quasi, an Berghängen. Also außer Sankt Bonitz sieht man glaube ich von jedem großen Tourismus. Ort in Zukunft solche Riesenwindräder. Äh, wie schätzen Sie das eines für die Bedeutung des Tourismus und auch der Wirtschaft in der Schweiz? Eben, Windenergieanlagen, die sind riesig, die brauchen auch Platz, die müssen an an exponierten Stellen gebaut werden, wo es Wind hat. Und wenn der Bund eben einem Kanton Graubünden, einem der weltweit bekanntesten Tourismus-Hotspots, den Auftrag gibt, stellt äh, 100 Windturbinen auf, dann kommt man nicht darum herum, dass diese Windturbinen eben in Davos, auf der Lenzer Heide, in Arosa, ähm, beim Schweizerischen Nationalpark, dass die dann überall dort gebaut werden wo die bekanntesten Tourismusstandorte sind. Und wie ich bereits sagte, äh, historisch hat das eine große Bedeutung, weil äh, der, der Tourismus und die Alpen, das, die machen unsere Identität aus. Ende des 19. Jahrhunderts ist die Schweiz massiv gewachsen, ist zu einem der reichsten Länder der, Schweiz, der, der Welt geworden. Und äh, eben wegen diesen Landschaften, weil viele Leute aus dem Ausland zu uns gekommen sind, um diese Landschaften zu bewundern. Und dass, dass man die Alpen nicht mehr wertschätzt, das finde ich persönlich ganz schlimm äh, und eine schlimme Entwicklung des Parlaments. Jetzt diese ganzen Erlasse, diese Mantlerlass, diese verschiedenen Expressvorlagen, äh, die Sie da erwähnt haben, Salarexpress, Windexpress. Die stehen eigentlich im Kontext dieser sogenannten Energiewende. Man will weg von den Fossilen, äh, hat aber gleichzeitig Vorbehalte gegenüber der Kernenergie. Wird in der Schweiz auch nicht mehr gebaut im Moment. Da gibt es eine Art Technologieverbot. Deutschland hat sie schon abgestellt. In anderen Weltgegen ist das ja ganz anders. Wie stellen Sie sich grundsätzlich zu dieser Energiewende? Ist die nötig? Muss der Staat das pushen? Kann das die Wirtschaft? Kann, das, ja, kann man das selbstständig regulieren? Wie sehen Sie das? Es also ist ein sehr komplexes Thema die Energiewende an sich. Was ich sicher sehe, ist, dass die fossilen die führen zum Klimawandel und der Klimawandel ist ist schädlich. Da müssen wir Lösungen finden. Das Problem ist die Politik, wie sie das angeht. Sie hat die Bevölkerung gefragt, wollt ihr aus der Atomenergie aussteigen? Die Bevölkerung hat ja gesagt, nicht überraschend. Man hat die Bevölkerung gefragt, wollt ihr aus den Fossilen aussteigen? Die Bevölkerung hat ja gesagt. Man hat in beiden Abstimmungen nicht gesagt, was das dann bedeutet, was das kostet, wie das genau funktionieren soll, sondern man setzt Ziele und dann nimmt die Bevölkerung diese an und dann kommt man mit den Folgen und regt sich dann darüber auf, dass es nicht funktioniert, dass die Bevölkerung sich wehrt, dass es Naturschäden gibt, dass es teuer wird, dass es Unsicherheiten äh, ergibt. Das ist ähm, für mich ein unlauteres Vorgehen. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass man der Bevölkerung klaren Wein einschenkt und sagt: So, ihr habt drei Möglichkeiten, um Strom zu produzieren: mit Solaranlagen auf den Dächern, das braucht dann das und das; mit äh, Gaskraftwerken, das bedeutet das und das für, die, für das Klima; mit Atomkraftanlagen, das bedeutet das und das für die Abfälle, für die äh, Lagerung, äh, für die Beschaffung des Uran. Und dann weiß man über was man spricht, aber man setzt jetzt einfach Ziele, die klingen gut und dann, was, wie das dann umgesetzt werden soll, schaut man später. Und das habe ich, äh, hab ich große Vorbehalte. Also es ist eine Art utopische und auch ja nicht wirklich ehrliche Politik, wenn ich das so zusammenfassen darf. Es stellt sich auch die Frage, wenn man sich die Befürworter anschaut, dieses Mantelerlasses, wer da eigentlich alles zusammen ist, und da, da staune ich ein bisschen als neutraler Beobachter. Das geht quasi von links bis rechts, das geht von Strombaronen über mächtige Wirtschaftsverbände bis zu den Grünen und, äh, ja, anderen äh, Umweltorganisationen, nicht die ihre. Äh, wie ist das möglich, dass so viele eigentlich politische Gegner da plötzlich unter eine Decke stecken? Was sagt uns das? Also das Problem ist dort, dass sehr viele Player, die jetzt für den Mantlerlass sind, dass die in der Klimaallianz im gleichen Boot sitzen. Das heißt, in der Klimaallianz ist die Solarlobby gemeinsam mit den Umweltverbänden im gleichen Boot. Und... Äh, das ist natürlich ein Widerspruch, wenn es dann um den Naturschutz geht. Beim Klimaschutz sind da sicher beide auf der gleichen Linie. Beim Naturschutz gibt es da Konflikte. Und da äh, stelle ich fest, dass oft das Rückgrat fehlt, dass man dann eben doch sagt, ja, wir als Umweltverbände, wir sind nicht einfach nur für den Klimaschutz, sondern wir sind auch konsequent für den Naturschutz. Und dort bräuchte es viel mehr äh, Klarheit und eben... Äh, auch den Mut eben auch mal den Strombaronen den Kampf anzusagen und zu sagen, ja, wir sind beide fürs Klima, aber beim Naturschutz dann hört die Freundschaft vielleicht eben auf. Und das braucht Mut und der fehlt offensichtlich und so sitzen jetzt auch beim Mantlerlass man beide im, Im gleichen Boot die Umweltverbände vielleicht zähneknirschend und die Strombarone die haben Freude, weil die freuen sich auf die Subventionen, die dann fließen wenn sie überall auch in der freien Natur bauen dürften. Die Neue Zwischenzeitung hat über Sie getitelt, der Landschaftsschütze, vor dem sich Albert Röste fürchten muss. Albert Röste ist der Bundesrat, zuständig für dieses Dossier. Wie wollen Sie das Stimmvolk überzeugen? Die Volksabstimmung findet dann im Juni dieses Jahres statt das ist ein sehr kurzfristiger äh, zeitplan der ist vielleicht bewusst so gewählt ich glaube in der bevölkerung fehlt es an informationen was eben das bedeutet wenn man jetzt diesen mantellass annehmen würde mit diesen zielen mit diesen einschränkungen mit diesen offenen fragen und ich glaube man muss die bevölkerung ganz sachlich informieren was heißt es eine windturbine zu bauen was heißt es wenn man sie im wald baut was heißt es wenn man eine solaranlage in den alpen baut die 100 Fußballfelder groß ist, was passiert dann im Winter, wenn es Schnee hat. Und da glaube ich, da muss man mit Bildern, mit, mit Informationen einfach auf die Leute zugehen und auf sehr vielen Kanälen ähm, ja, Informationen äh, schaffen. Und das ist sicher der Weg, äh, damit man die Bevölkerung überzeugen kann, dass sie sieht, das sind die Ziele, die, über die wir abstimmen und die Folgen. Neben dieser Referendumsabstimmung, die wie gesagt im Juni ansteht, haben Sie jüngst auch zwei neue Volksinitiativen angekündigt, die in eine ähnliche Richtung gehen. Können Sie kurz schildern, worum es dabei geht? Also unserem Verband Freilandschaft Schweiz äh, sind der Naturschutz und eben die direkte Demokratie zwei Herzensanliegen, äh, die wir, äh, auf die wir besonderen Wert legen. Ähm, die direkte Demokratie und der Naturschutz sind jetzt beide eben durch diesen Mantlerlass gefährdet. Aber wir sehen schon im Parlament, es geht weiter mit, mit noch äh, verrückteren Ideen, um die, die Volksabstimmung per se im Gesetz abzuschaffen um den Naturschutz noch weiter einzuschränken. Und da wollen wir Gegensteuer geben. Wir haben zwei Volksinitiativen lanciert, die Waldschutzinitiative und die Gemeindeschutzinitiative. Die Waldschutzinitiative möchte, dass Windturbinen in Wäldern nicht mehr erlaubt sind und am Waldrand. Und die Gemeindeschutzinitiative möchte, dass Windkraftanlagen, wenn solche gebaut sind, immer die Zustimmung brauchen der betroffenen Bevölkerung. Und die äh, Unterschriftensammlung läuft jetzt und wir müssen bis im Juli 2025 jeweils äh, 100.000 gültige Unterschriften zusammentragen. Sind wir gespannt, ob Ihnen das gelingt und dann gibt es sicher schon die nächsten Abstimmungskämpfe dann. Da kann man ebenfalls gespannt sein. Vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie sind noch jung und schon ja, sehr engagiert in diesen umweltlandschaftsschützerischen Fragen. Wie sind Sie überhaupt auf dieses Engagement gekommen? Das kommt vielleicht ein bisschen aus der Familie. Meine Mutter ist schon sehr stark mit dem Landschaftsschutz in Verbindung gekommen oder in Kontakt gekommen. Sie ist in den 70er Jahren aufgewachsen in Wangen am ähm, ähm, Zürichsee im Kanton Schwyz und dort wurde in den 70er Jahren die Autobahn A3 mitten durch das Dorf gebaut. In den 80er Jahren ist sie dann äh, nach, in den Kanton Zürich gezogen, nach Bonstetten. Dort wollte man die Autobahn A4 äh, durch die freie Landschaft bauen. Und in den 90er Jahren ist meine Mutter äh, mit meinem Vater nach Grenchen im Kanton Solothurn gekommen. Dort, wie es der Zufall wollte, <laughs> wollte man die Autobahn A5 durch die freie Landschaft bauen. Und das... Äh, dieses Engagement meiner, meiner beiden Eltern, das hat dann auch auf mich abgefärbt. Ich wohne sehr an einem schönen Ort in Grenchen zwischen dem Jura und dem Mittelland. Man sieht auch die Alpen, also eigentlich alle drei großen Landschaften der Schweiz. Und da ähm, denke ich mir immer: Ich bin äh, 2050 bin ich erst 54 Jahre alt. Ähm, ich möchte meinen Kindern eben auch eine eine äh, ökologisch äh, eine ökologisch wertvolle Landschaft hinterlassen und diese Landschaft auch möglichst lange so erhalten und nachhaltig erhalten und pflegen, wie wir sie heute haben. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen sehr viel Erfolg bei diesem großen Unterfangen, das Sie eben schon in die Zukunft denkt. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Elias Vogt, danke. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Es freut mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn es heißt willkommen beim Polit Talk auf Hoch 2 TV. Okay.